Ich mache mal so eine Reihe von Videos, weil jetzt sind wieder so ein paar Fragen reingekommen. ASMR mache ich natürlich wieder. Und jetzt war die Frage, was bist du eigentlich? Also vom Sternzeichen, ich bin Krebs und Aszendent auch Krebs. Und dann war die Frage hier von Hold On. Hallo Lotte, Das war heute die will ich hauptsächliche noch Frage, mal die ich über was beantworten reden. wollte. Ob du einen Tipp hast, wie man mit Ablehnung besser umgeht. Okay, also Ablehnung bekommst du eigentlich immer nur dann, wenn du versuchst, etwas zu bekommen, was nicht zu dir gehört. Beispiel: Ich würde jetzt in eine Bar gehen und eine oberflächliche Frau ansprechen, die zum Beispiel hammergeil aussieht und so, und jetzt bin ich von ihr angezogen. Und jetzt gehe ich zu ihr rüber und spreche sie an und kriege eine Ablehnung von ihr. Das liegt nur daran, weil ich rübergegangen bin und was von ihr wollte. Ganz einfach. Und wenn man das Universum entscheiden lässt, was zu einem kommt und wann es auch wieder geht, dann kriegt man so gut wie nie Ablehnung. Von dem her ist das die beste Art und Weise, mit Ablehnung umzugehen. Sehr unkompliziert. Man muss nur sein Ego und das, was man denkt zu brauchen oder zu wollen, einfach loslassen im Leben. Ja, dann passt, dann läuft das schon ganz von selber. Ja, und vor allem nicht Ungeduld haben, weil manchmal kommen die Dinge, die man am meisten will, erst später im Leben, ja. Einfach, wenn man loslässt, dann kommen sie aber schneller, als wenn man nicht loslässt, oft. Weil sonst musst du oft über irgendwelche Hürden springen, die sonst nicht da wären. Also, wenn du abgelehnt wurdest, dann frag dich, warum hast du diesen Schritt gemacht, die Person anzusprechen? Ja? Und wenn du einfach sagst, zum Beispiel, ja, wenn es jetzt wegen Beziehung war, weil die Person hübsch ist oder so, dann lass es. Ja? Die Erfahrung muss ich natürlich auch machen, genauso wie der andere auch. Aber das ist wirklich der beste Tipp, den ich habe und der immer funktioniert. Und die Person, die zu dir automatisch findet, das kommt in so einem Flow, das passt dann. Zumindest für eine Zeit, muss dann auch nicht immer für immer passen, sozusagen. Ja, bis zum nächsten Video. Ich hatte schon vor, was ich als nächstes machen wollte. Jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Jetzt war ich kurz auf dem Fitnessfahrrad. Das ist echt geil. Macht echt Spaß.